Ja, liebe Aufrufer, das war jetzt eine ganz neue Aufnahme von Mick Jagger, Charlie Watts, Bill Wyman, Ronnie Woods und Keith Richards, also die vorletzte Rolling Stones Besetzung, spielten Bob Dylan, Watching the River Flow. Wunderschöner Rocksong, der auch von Bob Dylan wunderschön ist. So, mein Thema hier ist folgendes. Batterie ist leider leer. Das ist eine alte Polaroid-Batterie. Hier ist nämlich ein Elektromotor drin, der eine Welle antreibt zu einem Getriebe. Das hier ist die Welle, Drehbewegung übersetzt in exzentrische Bewegungen. Und hier ist nur ein rechtwinkliges Chassis. Alles andere sind funktionale mechanische Teile. Es ist sozusagen fast selbsttragend, das Ganze. Und das ist ein vierfüßiges G-Gerät. Sowas könnte man also in einen havarierten Atommeiler laufen lassen, ohne dass da die Elektromotoren oder irgendwas kaputt gehen, nämlich mechanisch gedreht, nur mit einer Kurbel. Und dieses ist eine Art Seilbahn. Hier würde das Seil verlaufen und dann machen diese Beine quasi Schreitbewegungen. Ja, also wenn man mal eins sich anguckt, das geht jetzt in die Richtung hin, über das andere Bein hinweg und hat keinen toten Punkt das Ganze und senkt sich dann ab. Dann geht es sozusagen hier auf das Seil und das andere hebt ab und dann geht es wieder zurück unterher. Und geht hoch, während das andere und so bewegt sich das quasi wie eine Schlange weiter. Das ist ein Kunstwerk, ein ganz bedeutender, genialer Künstler, Franz Otto Kopp aus Hannover, der auch die Leibnizsche Rechenmaschine mechanisch nachgewiesen hat, dass sie funktioniert. Und zwar, sie ist nur nicht zur Leibniz-Zeit vernünftig gebaut worden, aber das Projekt war super gut, es funktioniert also. Franz Otto Kopp, ein Kunstwerk. Ich wollte nämlich auf meine Kunstsammlung hinweisen, aber aus einem besonderen Grund. Es gibt eben Kunstarten, die nicht ganz so populär sind oder der Reihe nach. Die Medien, insbesondere in Berlin, sind voll mit dem großen Kabelbrand am Ostbahnhof. Und da wird gesagt, das ist ein Unfall und so. Jetzt ist also in den Nachrichten gekommen, es sei Sabotage. Irgendwelche linken Zellen haben also da großen Schaden angerichtet. Jetzt möchte ich aber doch zu bedenken geben, vielleicht ist es gar kein großer Schaden, sondern es ist nur der Preis, der gezahlt werden muss dafür, dass unsere Demokratie funktioniert. Und zwar, dazu habe ich dann ein Kunstwerk, das ist schon 15 Jahre alt, aber es ist ganz genial. Das hat den Titel Noch lauern Blindgänger. Und ich sage das jetzt extra, weil das völlig unabhängig entstanden ist von einem Kabelbrand am Ostberliner Bahnhof und auch unabhängig entstanden ist von diesem Buch, das ich ja umfangreich referiert habe, Der kommende Aufstand und auch dieses von Stéphane Hessel, Indignez-vous, wo es doch darum geht, noch lauern Blindgänger. Es darum geht, dass die Rücksichtslosigkeit der Macht nicht ganz sicher sein kann, denn noch lauern Blindgänger. Man kann doch immer noch mal Hoffnung haben, dass die Intelligenz nicht nur Macht bildet, sondern auch Gegenmacht. Und vielleicht ist das eine gewisse vertrauensbildende Brücke dahin, dass die, die die Macht haben, doch auch die Loyalität und die Verantwortung für alle, die mittragen, die keine Macht haben. Wenn das aber zu einer Entkopplung von Mächtigen und Unmächtigen kommt, dann sind die Unmächtigen doch nicht ohnmächtig und dann kann schon sein, dass es im Ostbahnhof zu einem Kabelbrand kommt. Es kann auch sein, dass ein hochbegabter IT-Software-Codierer sagt, ja, wenn die Übermacht nicht die einfachsten Regeln der Moral berücksichtigt, dann müssen wir mal eine Sicherheitslücke zeigen.
Und ich wollte jetzt hier eben meine Kunst, kleinen Ausschnitt aus meiner Kunstsammlung nur zeigen, der das demonstrieren soll. Es ist ein bisschen überraschend, aber es ist nicht weiter schlimm. Und zwar, das besteht darin, dass ich mit dem Franz Otto Kopp viele Jahre Postkarten wir uns geschrieben haben, nämlich Kunstpostkarten unter dem Motto, in der Kunst gibt es keine Pausen, in der Kunst geht es immer weiter. Und wir haben uns immer geantwortet. Also ich bekam von ihm meinetwegen diese Postkarte und dann war da was drauf gemacht und er bekam von mir eine dafür. So hat er jetzt eine Kunstsammlung mit Karten von mir und ich eine von ihm. Und eine der Karten hier, ach, das ist alles wunderschön, zum Beispiel diese mit großem Männerteil. Na, was immer das dann heißt. Ich werde das mal gelegentlich vorstellen. Hier nur heute zu dem Kabelbrand im Ostbahnhof. Diese Karte mit dem Titel Noch lauern Blindgänger. Die ist entstanden 1989. Und da sind auch die Blindgänger abgebildet. Also so viel, noch lauern Blindgänger. Das geht doch bei den meisten Menschen zum einen Ohr raus und zum anderen Ohr rein. So eine Lichtgeschwindigkeit mit so einem geflügelten Wort, noch lauern Blindgänger. Es gibt aber Menschen, die sich davon ansprechen lassen. Und so gesehen, es in der Kunst ja keine Pausen gibt. In der Kunst geht es immer weiter. Hat auch die Kunst zu beliebigen Zeitpunkten später, also hier jetzt nach über 20 Jahren, doch nochmal wieder den Effekt, noch immer lauern Blindgänger. Und die Übermacht kann sich nicht ganz sicher sein, dass die Untermacht ohnmächtig ist. Ich würde jetzt mal so sagen, Kabelbrand, aha. Das war's hier mit der Lichtgeschwindigkeit am Montag, den 23. Mai 2011. Und wenn du denkst, du hast das Glück,